Sache mit dem Fall der Engel ist eine schöne Geschichte noch, die davon erzählt, was genau passiert, als die sogenannten Gefallenen, also den Entschluss gefasst haben, Gott nun zu beweisen, dass es eine schlechte Idee war, da diesen Menschen in die Erde, auf die Erde hinzustellen als Ebenbild Gottes. Vor so tief auf der niedersten Ebene der Schöpfung angesiedelt, doch diese höchste Ehre, die möglich ist innerhalb der Schöpfung, als Gottes Abschattung zu seiner Ebenbildlichkeit, zu seinem Gleichnis berufen zu sein. Dass das also eine schlechte Idee ist, soll bewiesen werden, indem der Mensch verführt, versucht wird und dann angeklagt für sein Versagen. Daher also dieser Begriff des Anklägers, Hinderers, Widersachers überhaupt für dieses Prinzip der gefallenen Engel im mythischen Bild dann als der Anführer, der Satan, Hasatan bezeichnet. Wie geschieht das also? Wie nähert sich diese Widersachermacht dem sozusagen frisch geschaffenen, neu auf Erden erschienenen Menschen, um ihn eben zu verführen? Da wird dann gesagt, eigentlich tut diese andere Seite, diese Sitra Achra, nichts anderes als dem Menschen zu erklären, wie die Dinge sind. Das dann natürlich auch in dem weit bekannten Bild des Bibeltextes mit der Rede von eure Augen werden aufgetan und dann auch tatsächlich und es taten sich die Augen auf und sie sehen zum Beispiel, dass sie nackt sind. Wir haben schon einmal gesagt, nackt, Arim, Arum, auch mit der Listigkeit oder der Klugheit in diesem Sinne assoziiert. Die Menschen erkennen also, was für ein Potenzial auch in dieser denkerischen Fähigkeit steckt und nutzen sie eben, um Pläne zu planen. Und verlieren sich dadurch sozusagen in der Zukunft, aber auch in der Vergangenheit, die sie ja beurteilen, einschätzen, einordnen müssen, um für die Zukunft diese Pläne entwerfen zu können. Und so zerreißt diese innige Einheit mit dem Moment, mit der Gegenwart, die doch eigentlich alles umfasst, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit mit sich. Und das ist eben das, was dann auch ausgedrückt wird. Wir haben schon mal davon gesprochen, dass das Kleid aus Licht eingetauscht wird gegen das Kleid aus Haut, aus Fell oder aus Leder, wo eben das Ohr des Lichtes zum Ohr der Haut wird. Das Aleph vom Ohr des Lichtes wird zu Ein vom Ohr der Haut. Und aus der Aleph die Ein heißt, aus der Eins wird die 70. Aus der Einheit wird die Vielheit. Aber dazu wurde schon manches gesagt an anderer Stelle. Die Gefallenen also lehren den Menschen, die Menschen, die Menschheit, verführen sie zum Wissen wollen auch, zum Wissen anwenden vor allem. Zum Beispiel im äthiopischen Henoch-Buch wird dann ausführlich darüber berichtet und genau klassifiziert sozusagen, welcher der gefallenen Engel mit den Namen dann dort genannt, welche Fähigkeit dem Menschen vermittelt hat. Also der eine hat den Menschen Frauen die Schminkkunst beigebracht, um verführerisch zu sein, um sich als etwas äußerlich darzustellen, was sie nicht sind. Natürlich kann man es genauso auch auf männliche Verkleidung noch ausweiten. Der andere hat dem Mann, dem Krieger, die Kriegswaffen-Schmiedekunst gelehrt. Hier sei vielleicht an jemanden wie Tubal Cain erinnert. Oder
Giftmischereien, auch die Medizinkunst aber wurde den Menschen beigebracht. Und so ist es nicht so, dass die Fähigkeiten an sich zwangsläufig negative Qualität in sich an sich selbst bergen würden, sondern sie haben das Potenzial zu gut und böse, zu gut oder schlecht, zu konstruktiv oder destruktiv. Die Frage ist, sind sie dem Menschen zugemessen? Und was tut der Mensch damit? Vor diesem Angebot, so nennen wir es mal ganz wertneutral, was die Gefallenen da den Menschen erteilen, anbieten. Vorher war der Mensch eben in seinem naiven, aber unschuldigen Urzustand und konnte sozusagen nicht dieses Destruktive in die Welt bringen. Aber er war eben auch noch wie gefangen. Eben dieser sechste Tag, dieser paradiesische Urzustand, der aber auf der niedrigeren Ebene, auf unserer irdischen Ebene, dann in der Gefangenschaft von Ägypten, in den 400 Jahren Knechtschaft, also in diesem völligen Ausgeliefertsein dieser Welt des Exils, die also darin sich wieder spiegelt, niederschlägt, eben eine Frage der Perspektive. Und diese Möglichkeit einer anderen Perspektive nutzt, gebraucht oder missbraucht dann eben auch diese Widersacherseite, indem sie den Menschen genau darauf hinweist und diesen paradiesischen, zwar naiven, aber eben unschuldigen, perfekten Urzustand als Gefangenschaft deklariert, man könnte halt auch sagen, erkennbar macht, denn aus dieser anderen Perspektive ist es eben eine Gefangenschaft, in dem niemals die andere Wahl treffen wollen, in dem die Freiheit nur als Theorie besitzend, aber sie niemals tatsächlich in Aktivität zu versetzen, versetzt haben. Und so ist also diese Wahrheit von der anderen Perspektive her gesprochen. Dennoch die Lüge, die dann in diesem Urzustand zu dem Fall führt und eben die Verführung ist, der man erliegt, der wir alle in jedem Moment neu erliegen, wo wir hier in der Erde als Individuum uns begreifen und als solches zu handeln bestrebt sind, uns abgespalten erleben und eben nicht dieses Handeln selbst sozusagen, wie es sich tut einfach. Dazu ist diese Welt berufen und geschaffen, diese Welt Asiya, Olam Asiya, La Asot, wie es in den Worten der Bibel selbst heißt, damit es sich tue, damit getan werde. Wenn wir also nicht dieses Tun, das Handeln als das Wesentliche erleben und uns dem einfach hingeben, es sich eben einfach tun lassen, es in uns sich tun lassen, dass sich ganz automatisch das Innere auch im Äußeren niederschlägt und wir entsprechend dann auch handeln und tun, sondern wenn wir stattdessen uns selbst als das Wesentliche erleben und also als der Handelnde und nicht das Handeln selbst, nicht die Handlung, beziehungsweise auch nicht isoliert zu betrachten, alles ineinandergreifende Handeln und Tun in dieser Welt, auf dieser Ebene der Schöpfung hier unten, sondern uns eben als das vermeintliche Subjekt des Handelns herausreißen aus diesem Gesamtzusammenhang, dann war eben genau diese Verführung erfolgreich. Und genau da findet auch erst statt, was wir als dieses bewusste Planen und wollen und verfolgen unserer quasi Privatziele und Wünsche und Sehnsüchte erleben und ausleben vor allem. Und privat ist da in dem Sinne ein gutes Wort tatsächlich, weil es ja von dem Berauben kommt, vom Lateinischen her. Also wir rauben uns quasi einen Teil der Welt und deklarieren diesen Teil als uns, als wir, als unser Teil,
sei es im Sinne von unserem Körper, den wir als unser Eigentum betrachten und nicht als Teil der Welt anerkennen, als Teil der ganzen Schöpfung und damit geeignet, besessen nur vom Schöpfer und vom Eigenen dieser ganzen Welt, sondern wir betrachten ihn als unser Teil und nicht nur natürlich den Körper, sondern alles, auch was wir dann im feineren Bereich als unser seelisches, unser geistiges, unsere Ideen, womöglich unsere Gedanken bezeichnen. Wir können fast gar nichts dagegen tun. Wir sagen oder denken zumindest, das sind wir, das ist unser und rauben es damit dem Ganzen, dem es eigentlich angehört. Und natürlich treiben wir Menschen gerade in der Kultur es noch viel, viel weiter und beschränken diesen Besitzanspruch nicht nur auf unser geistig-seelisches oder unseren physischen Körper, sondern weiten das immer weiter aus. Unser Landbesitz, unsere Objekte, die wir besitzen und Menschen, die wir vermeintlich besitzen sogar. Und alle Auswüchse, die es da so gab im Laufe der Geschichte und immer wieder geben wird im Laufe dieser Geschichte. Vielleicht können wir hier zu dem Wort besitzen, Besitzer noch etwas sagen. Im Hebräischen Baal, also Beit Ein Lamed geschrieben. Dieses Wort, was dann auch oft als quasi der Sinnbild für den falschen Gott, für den Götzen, den Baal eben, auftaucht in der Bibel und in der Überlieferung. Dieses Wort Baal heißt also eigentlich eher sowas wie Besitzer, Eigentümer, der, der über etwas verfügt, Eigner, so etwas in die Richtung. Aber die Besonderheit der hebräischen Sprache, oder in dem Sinne, man könnte es nennen, die Grammatik dieser Sprache, ist, dass sich die Formen des Aktiv und Passiv eines Wortes, eines Verbes, eines Tätigkeitswortes im Schriftbild, in den Zeichen zunächst einmal nicht unterscheiden. Natürlich in der Vokalisierung, also da, wo dann der Ruach, der Geist, diese Zeichenschrift oder auch die ausgesprochenen Konsonantenzeichen als die Nefesh, als die leibliche Seite dieser Seele der Sprache belebt wirklich und lebendig und beweglich macht. Dort zeigt sich dann der Unterschied zwischen aktiv und passiv. Aber in den Zeichen, wie sie in der Heiligen Schrift gegeben sind, gibt es diese Unterscheidung zunächst nicht und das Potenzial zu beidem ist immer in jedem Wort gleichzeitig enthalten. Und das heißt, das kann man natürlich auf eben jedes Wort beziehen, auf so viel, also so was man sich dadurch ganz teilweise erschreckende, aber natürlich vor allem erhellende, erläuternde Einsichten machen. Und das Wort, was wir hier eben haben, das Besitzen, ist in dieser Hinsicht eben auch sehr einleuchtend und eigentlich auch dem Volksmund bekannt, in so Sprüchen wie, ich weiß nicht, wie es dann genau formuliert wird, aber alles, was du besitzt, oder je mehr man besitzt, desto mehr wird man davon auch besessen oder dergleichen. Oder überhaupt das Wort besessen zu sein von etwas hat ja dann auch oft damit zu tun, dass man sich mit etwas zu sehr beschäftigt, befasst, dass man damit Umgang hat, oft eben mit eigenen Besitztümern. Also ein Sammler oder dergleichen besitzt eben ganz viele gesammelte Objekte und ist dann quasi besessen davon. Und genau diese Doppelseitigkeit eines Besitzverhältnisses drückt sich eben auch in diesem hebräischen Wort Baal aus. Der Baal ist der Besitzer, er ist aber auch der Besessene gleichzeitig. Und so machen wir das eben auch hier in dieser Welt mit allen Besitztümern, die wir vermeinen, uns aneignen zu können, die wir uns rauben. In Wirklichkeit werden wir gleichzeitig auch zu Besessenen von all dem. Zuallererst eben von unserem eigenen, vermeintlich individuellen, geistig-seelischen und körperlichen, was scheinbar so abgetrennt vom Rest der Welt uns gegeben ist oder von uns besessen ist.
ein wenig wieder abgeschweift. So soll es ja auch sein, möchte ich fast sagen. Jedenfalls der Mensch also zu all dem verführt durch diese vermeintlich klitzekleine, ja, diesen klitzekleinen Trick erklären den Menschen, die Menschen zu lehren. Damit fängt es an. Und sobald der Mensch erstmal gelernt hat, was es überhaupt heißt, zu lernen, sich etwas in diesem Sinne geistig anzueignen, Kontrolle zu erlangen, vermittels dem so als Wissen sich angeeigneten, über eben Teile der Welt, in der man lebt, in der man ist, dessen Teil man eigentlich ist, dann greift das um sich wie ein wucherndes Geschwür, wie ein Krebs. Und nun, wir sind hier, wo wir sind. Sprechender Ausdruck dieses immer weiter fortschreitenden Zustandes. Denn, und das wollen wir wiederum nicht vergessen, es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora. Dieser Fall der Engel oder in der biblischen Beschreibung, da wo die Göttersöhne herniedersteigen auf Erden und sich die Menschentöchter zu Frauen nehmen und daraus diese Ungetüme, die Riesen, die Gefallenen eben, gezeugt werden, als die Frucht dieser Begegnung, dieser Vergewaltigung, könnte man auch sagen. Das geschieht in jedem Moment aufs Neue. Jeder einzelne auf Erden wandelnde Mensch, jedes Menschenexemplar, was wir um uns herum auf der Straße sehen, aber auch im Spiegel sehen, das ist eben schon diese Frucht, eigentlich dieses Ungetüm, ein Nephi, einer der Nephilim, ein Nophal. Man könnte dieses Wort auch als Missgeburt oder Fehlgeburt eigentlich, Fehlgeburt übersetzen. Etwas, was gefallen ist, also das gibt es dann auch in der Tora Stellen, wo wirklich dieses Wort in diesem Sinne auftaucht. Jedenfalls sind wir eben dieses Produkt aus unheiliger Heirat, Hochzeit, Zusammenkunft von diesen himmlischen, verführerischen Einflüssen, die eben in uns weiter präsent sind und unserer Erde genommenen Seite, die eigentlich in Reinheit als Teil der ganzen Natur und Schöpfung zum Menschtum im wahren Sinne berufen ist, zum göttlichen Ebenbild, Abschattung hier auf Erden. Und dieses Potenzial, was sozusagen in unserer grundsätzlichen irdischen Seite begründet ist, das wird eben verzerrt durch dieses Geistige, was sich hinabgestürzt hat zu uns und sich auch in uns spiegeln will, so wie eigentlich Gott sich in uns spiegeln soll. Und dadurch wird diese Wasseroberfläche quasi in Unruhe versetzt, sodass eben da keine glatte spiegelglatte Fläche mehr ist, die tatsächlich den Himmel spiegelt, das wirklich Himmlische, den Ewigen, sondern es gibt nur Zerrbilder davon. Und das ist eben dieser unreine Geist, der in Bewegung setzt, diese eigentlich zu Stille und Ruhe bestimmte, berufene, vorgesehene Spiegeloberfläche, wenn wir es jetzt in diesem Bild bezeichnen wollen. Und diese Geister der Unreinheit sind es also, die als die gefallenen Engel in jedem Moment die Unruhe herstellen, dass eben das Ewige sich in uns nicht in Perfektion widerspiegelt. Und stattdessen diese Fehlgeburt hier auf Erden wandelt, diese gewaltige, riesenhafte Gestalt, die der Mensch sich eben anmaßt in der Welt und jeder einzelne Mensch Ausdruck davon in seinem Weben und Leben. Was nun aber hier auf Erden tatsächlich de facto in dieser Hinsicht auf Erden wandelt, vorhanden ist, das ist, und Gott sei der Dank dafür, nicht, was sozusagen der tatsächliche Impuls dieser gefallenen Engel gewesen ist oder ist auch immer noch, wenn er zur vollen Ausführung kommen würde. Denn, so sagt man, alles das passiert, und das ist eben kurz vor Ende des sechsten Tages, kurz bevor also
wieder der Abend beginnt und der siebte Tag, der Schabbes, der Sabbat, der heilige Sabbat anfängt und eben diese Welt des siebten Tages, wie sie dann tatsächlich handfest äußerlich hier besteht. Kurz davor, also quasi am letzten Punkt all dieses Ursprungsgeschehens, als der Mensch also hier auf Erden gefallen ist, seine Augen eben aufgetan sind und er schon greift nach diesem Baum des Lebens nun auch, greift Gott ein und stellt diese zwei Cherubim, ich weiß nicht, ob die Zahl 2 überhaupt an der Stelle steht, die Cherubim jedenfalls in der Stiftshütte, wo dann von ihnen noch einmal die Rede ist, wo sie über der Bundeslade sich gegenüberstehen und ihre Flügelspitzen sich berühren. Dort ist jedenfalls die Rede von den Zweien, denn es ist die Zweiheit in dessen oder in deren Zwischen eben die Begegnung geschieht, mit eben vermittels dieser Bundeslade, wo eben dieser Bund tatsächlich zustande kommt zwischen der Einwohnung Gottes und dem Hohepriesterlichen, dem Größten des Priesterlichen in uns. Dieses Zwischen, auf Hebräisch Bein, ist von der Wurzel Bet Nun zu verstehen als mit dem Ben, mit dem Sohn, auch sehr eng verwandt. Aber in diese Richtung müssen wir auch nicht wieder abschweifen. Jedenfalls, die Cherubim werden dann platziert und stellen sozusagen die Schranke dar mit dem Schwert der flammenden Umwälzung oder der Flamme der Todesumwälzung, wie es auch übersetzt werden könnte. Und dieses Geschehen also, wo verhindert wird, dass nun der gefallene Mensch auch noch nach dem Baum des Lebens greift und dadurch halt sozusagen wirklich das volle Potenzial dieser Verführung durch die gefallenen Engel verwirklicht hier für diese Welt dann des siebten Tages, die nun anbrechen soll, da wird eben diese Grenze gesetzt und diese Cherubim mit dem flammenden Schwert versinnbildlichen dieses es reicht bis hierhin und nicht weiter im biblischen Geschehen, wie es schon in der Heiligen Schrift selbst beschrieben ist. In der mündlichen Überlieferung gibt es dann eine Parallelerzählung, die ungefähr so lautet: Als nun also dieser Mensch hier unten auf Erden erschienen ist, mit den geöffneten Augen durch diese Verführung durch die Engel, und nun die Welt ihm sozusagen offen steht, er nach allem greifen kann, das Wissen sich quasi in so einer, wie nennt man es, also eine Kurve, die immer steiler angeht, exponentielles Wachstum, genau. Das, was auch in dem Prinzip 1, 2, 4 sich ausdrückt, also in dem Beginn der Reihe, wo sich eben exponentiell immer mit jedem Schritt alles verdoppelt. Und das Wort, was mit diesen Zeichen geschrieben wird, 1, 2, 4, ist eben auch das Verlorengehen. Avad, Oved, Aleph, Betalet. Und das eben droht dem Menschen an dieser Stelle. Er geht verloren in sein eigenes Potenzial. Er wird sozusagen das, was dann im schlimmsten Sinne des Wortes der Übermensch wäre. Er wird zu wirklich einer Art Gottheit hier im Fleische, aber eben dadurch beschränkt er sich selbst dann auf diese Ebene, diese Dimension der Wirklichkeit. Ist hier zwar tatsächlich eine Art Gottheit, aber wird nie wieder wegkommen von hier. Ist dann sozusagen in der, er starrt sozusagen hier wie zu Eis gefroren, der Kälte seiner perfekten Rationalität. Es ist jetzt nicht nur auf die rationale Seite des Denkens zu beschränken, aber sagen wir es mal so, es ist wie die Eishölle, wo der Mensch hier auf Erden erschienen ist und diese ganzen gefallenen Engel das da so sehen und versuchen, ihm das alles zu lehren. Das heißt, da versuchen sie in ihn einzudrängen, einzudringen und eben genau das, was dann in Genesis 6 oder wo es ist, beschrieben wird, diese Riesen, diese Helden zu zeugen, indem sich diese gefallenen Engel oder diese fallenden Engel in das menschlich-irdische hinein
in das Eindringen eben wie eine Vergewaltigung tatsächlich, woraus eben dann dieser Übermensch geboren wird. Und diese ganzen Wesenheiten also sind eigentlich nur geistige Natur und können deswegen hier auf Erden sich selbst nicht verkörpern. Dazu brauchen sie den Menschen und das ist eben genau das, was sie versuchen. Und genau dazu ist in diesem Moment eben der Mensch offenständig, wo er gerade frisch noch schutzlos herabgekommen ist, herabgestiegen ist in diese vierte der vier Welten, diese niederste, festeste, dichteste, materiellste Stufe oder Schicht der Schöpfung. Und um das nun zu verhindern, dass sich diese körperlosen Dämonen nicht im Menschen verkörpern können und das alles nicht immer weiter ins Grenzenlose nach diesem 1, 2, 4 und immer weiter 8, 16, 32, 64, 128 und so weiter exponentiell explodierende Wachstum erzeugende, dass das nicht passieren kann, gibt es nun das, was gesagt wird, was später in der Bibel auftritt als El Shaddai, meist übersetzt als Gott der Allmächtige. Dieser Gottesname hat genau da sozusagen seine Genese, seinen Ursprung oder zumindest sein Wesensmoment, in dem nämlich El Shaddai gedeutet wird als El oder Eloah, Elohim, also der Gott, die Gotteskraft. Asher oder She Omar Dai, She Dai, Shaddai. Also als Abkürzung sozusagen für dieses She Omar Dai. Asher Omar heißt der, welcher sagt. She ist die Abkürzung wieder schon für das Asher, also die Gotteskraft, die welche sagt Dai. Und Dai heißt genug. Es reicht bis hierhin und nicht weiter eben. Und das ist eben da, wo dann diese Cherubim mit dem flammenden Schwert platziert werden, um den Weg abzuschneiden, dass es eben nicht weitergeht, dass diese Hand nicht ausgestreckt werden kann nach dem Baum des Lebens. Denn das hieße, dass sich all diese Dämonen, die danach streben, sich hier zu verkörpern, auch tatsächlich bis in alle Unendlichkeit, dadurch niemals die wahre Ewigkeit wieder zurück erreichen könnt, sich im Menschen, im irdischen Menschen, im irdischen überhaupt eben vermittels des Menschen verkörpern können. Und das wird unterbunden, indem diesem von einem Mittelpunkt des Potenzials zu all diesem in alle Richtungen ausstiebenden, ungebändigten Energiestroms dieser Shadim, dieser Dämonen, indem diesem eine Art Umkreis vorgesetzt wird, eine Grenze ringsumher, die eben Einhalt gebietet. El Shaddai, El Sh'Omar Dai, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist eben dieser Umkreis für all diese auseinanderstiebenden, ansonsten nicht von innen heraus sozusagen zu zügelnden Kräfte des Widersachers mit seiner verführerischen Qualität, die Erde zu beherrschen oder die Welt zu beherrschen als Gott gewordener Mensch, als Übermensch sozusagen. Und deswegen also El Shaddai. Und Shaddai hat dann auch bezeichnenderweise genau diesen Wert 314, Shin Dalet Jod. 314 dürfte den Leuten, die sich schon mal mit dem Kreis als mathematischem Objekt beschäftigt haben, natürlich sofort auffallen als mit der 3,14156 und Pi, also dem Beginn dieser Kreiszahl Pi, als das dürfte es einem auffallen. 3,14, die Kurzform. 314, 314. Shaddai, es reicht. Das ist dieser Umkreis, der Umfang dieses Kreises, der eben Einhalt gebietet, dass diese Shadim, diese Dämonen, sich eben gerade nicht bis in alle Unendlichkeit in den Menschen inkarnieren können. Nur bitte nicht falsch verstehen, es wird trotzdem gesagt, am Ende der Zeit, wir haben schon was dazu gesagt, in gewissem Sinne ist jeder Moment ein Ende der Zeit, die Endzeit. Der Wandeln auf Erden von 1000 Menschen, 974, die eigentlich keine Menschen sind,
sondern solche inkarnierte Shedim. Und nur die 26, die übrig bleiben, sind wahre Menschen. Natürlich bitte ich auch hier, das nicht in irgendeinem allzu wortwörtlichen Sinne zu verstehen, das nicht Statistiken zu erheben und dann selber zu gucken, wer von seinen Mitmenschen gar kein wirklicher Mensch sei. Aber das Prinzip sollte klar sein. Es sind nur 2,6% natürlich. Auch hier sehen wir die 26 von Hashem, von Adonai, von Hawaye, von Yod, Hey, Wav, Hey, die gerade diese statistische Angabe sozusagen inspiriert hat. Aber das heißt nicht, dass sie falsch ist. Man soll sie hier im Quantitativen natürlich nicht in dem Sinne wortwörtlich nehmen, schon deshalb, weil wir es einfach nicht wissen können. Aber qualitativ ist das ein absoluter Wert und eine die Wahrheit und auch auf jeden einzelnen Menschen bezogen. Von allem, was wir hier, was ich hier als einzelner Mensch verkörpere, sind 97,4% Shadim, Dämonen, die sich in mir verkörpern, in jedem Moment wieder. Ich kann nichts dagegen machen. Ohne das würde ich hier gar nicht als Individuum überhaupt bestehen. Aber die 2,6%, die anderen, das ist eben das wahre Menschliche in mir. Und darauf möchte ich mich, soll ich mich und will ich mich hoffentlich mehr und mehr zurückziehen, fokussieren und gerade das zur Geltung, zur Entfaltung bringen. Und mehr als diesen Rat kann man keinem Menschen guten Gewissens geben vor diesem Hintergrund. Zu denken, dass alles in einem Menschen, der hier auf Erden wandelt, völlig frei von diesen Shedim sein könnte, ist vermessen und steht uns gar nicht zu, liegt nicht begründet in der Grundkonstitution dieser gefallenen Welt. El Shaddai, also die Gotteskraft, die da sagt, es reicht. Aber natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, diesem Namen sich zu nähern. Eine zum Beispiel, die vielleicht schon anklingt, wenn man hier einerseits von El Shaddai redet, andererseits von den Shedim, diesen Dämonen. Die Wurzel dieser beiden Worte ist Shindalet. Shed. Ein Shed ist eben auch ein Dämon, ein in diesem Sinne böser Geist oder wie man es nennen möchte. Shaddat ist dann auch sowas wie zerstören. Also Shed könnte man als zerstörerisch einfach auch begreifen. In diesem Sinne also Dämon. Und Shaddai könnte man auch lesen als Shedi. Dann ist es mein Dämon, meine zerstörerische Kraft. Und El Shaddai ist dann eben die göttliche Kraft, die Gotteskraft meines Dämons, meiner zerstörerischen Seite. Und dazu jetzt allzu viel zu sagen, würde wieder den Rahmen sprengen und ohnehin viel zu viele Missverständnisse noch wahrscheinlich machen. Natürlich ist auch das jetzt schon, das bisher Gesagte schon missverständlich genug, wenn man es nicht verstehen will oder wenn man es falsch verstehen will. Das ist immer in der Natur der Sache. Aber vor diesem ganzen Hintergrund, was auch schon zur anderen Seite gesagt wurde, auch zum Satan als dem Schleifstein, diesem notwendigen Widersacher, man denke vielleicht auch an die Rolle des Satan im Buche Hiob, könnte man vielleicht auch die Verbindung sehen zwischen dem Shed, dem Dämon und dem Shaddai, dieser Seite Gottes, die auch als die Allmächtige bezeichnet wird, weil sie eben sogar noch einerseits diesen Dämonenkräften Einhalt gebietet und sagt, es reicht bis hierhin und nicht weiter, andererseits aber eben auch sogar noch den Schleifstein, den Satan zu einem Boten Gottes macht, beziehungsweise nichts daran ändert, dass selbst noch dieser Satan im Dienste Gottes unterwegs ist, wie eben bei Hiob, nur die Befehle des Ewigen ausführt. Oder auch an anderer Stelle, in den Samuel- oder Königsbüchern auch ganz ausdrücklich.
zumindest im Sinne eines bösen Geistes, der ausgesandt wird vom Ewigen. Jedenfalls, oder auch auf der menschlichen Ebene im Bild der Propheten, dass der König von Assyrien oder dergleichen als die Zuchtrute des Ewigen bezeichnet wird und also gegen das eigene Gottesvolk geschickt wird, um eben auf diese Weise eine Botschaft des Ewigen auszurichten. Es gibt eben immer diese beiden Seiten. Und auch die linke Seite, diese andere Seite, hat eben immer noch eine Botschafterfunktion. Axel Nitschke, sein Andenken zum Segen, weist einmal darauf hin, dass im Neuen Testament bei der Verführungsszene von Jeschua, kurz nach seiner Taufe, als er in der Wüste ist, die 40 Tage, und als er dann dieser Versuchung des Widersachers widerstanden hat, wird geschrieben, also steht geschrieben, und der Satan verließ ihn und Engel kamen herbei und dienten ihm. Und da sagt dann Nitschke, ja, das ist schon eine Verniedlichung oder eine Glättung des eigentlichen Sinnes dieser Aussage für die breiten Massen, die es sonst nur mit Erschrecken nicht wahrhaben wollten und so weiterhin schön ihre Spaltung in links und rechts und gut und böse, links und rechts, gut und böse, diese Spaltung in ihrem eigenen Weltbild strikt aufrechterhalten. Zumindest es vermeiden dürfen, dass diese weiter aufrechterhalten werden kann. Und da wird also dann klar getrennt zwischen dem Satan, der flieht, und den Engeln, die dann kommen. Aber Nietzsche sagt eben, der eigentliche Sinn dieser Aussage ist, dass in dem Moment, wo dem Satan widerstanden wird, er selbst zu einem Engel Gottes wird, der einem dient. Und in diesem Sinne also der Schleifstein, der einen schleift, so wie auch schon in der ersten, auch darauf weist Nitschke, vielleicht an anderer Stelle, aber jedenfalls irgendwo in seinem umfangreichen Gesamtwerk hin, schon ganz am Anfang der Schrift, wo eben die Schlange als diese erste figürliche Erwähnung des Widersachers auftritt und wo diese Schlange verflucht wird, wie es ja üblicherweise übersetzt wird, wobei Arur von der Wurzel des Lichtes auch ableitbar ist, dann könnte man sagen, die Schlange wird erleuchtet. Aber bitte auch das jetzt nicht einseitig verstehen. Es bleibt natürlich eine Verfluchung, aber mit diesem Potenzial des Leuchtens, des Lichtens, dennoch verknüpft. Und da wird also gesagt, und dein Same soll ihrem Samen, das wird meist gesagt, in die Ferse stechen und oder umgekehrt, ihr Same, also der Same der Frau, wird deinen Samen, Schlange, den Samen der Schlange, das Haupt zertreten und du, ja, und dein Same, Schlange, der Schlangensame, wird dem Samen der Frau, also dem menschlichen Samen, das in die Ferse stechen, wird meist übersetzt, aber wörtlich wird sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen immer dasselbe Wort benutzt. Also weder das Haupt zertreten noch die Ferse stechen, sondern das Zertreten und das Stechen ist jeweils dasselbe Wort. Ich habe es jetzt gerade nicht parat auf Hebräisch, aber die Übersetzung, die ich auch dann im Gesenius wiedergefunden habe, ist auch oder sogar an erster Stelle abschleifen, glatt machen. Und da wird also gesagt, er, der Samen der Frau, wird der Schlange, dem Samen der Schlange, oder der Schlange selbst, das Haupt schleifen, glatt machen, den Rosh, den Kopf, den obersten, das Herausstehende auch, könnte man sagen, das nach oben ragende, glatt machen, einebnen, dass da also nicht mehr dieser Huppel, dieser Widerstand auf dem Weg ist. Aber umgekehrt, die Schlange oder der Same der Schlange, also das, was hervorgeht aus der Schlange, als diese Widersacher, Kräfte in unser aller Leben, das wird uns die Ferse schleifen. Aber die Ferse,
von der Wurzel wie Jakob, der Name Jakob, Ekev, Ein, Kuf, Bet, die 172, ganz wichtige Zahl, vielleicht kommen wir gleich kurz darauf zu sprechen. Diese Verse ist halt auch das Krumme. Man kann ja auch Jakob den Namen übersetzen als er ist krumm, im Sinne von er ist so ein Krummer, ein Trickster, jemand, der eben sich etwas ergaunert. Er geht nicht den geraden Weg, zumindest das ist ja sein Teil seines Weges gewesen, dass er eben diese krummen Wege geht, mit Tricksereien sich vermeintlich den Segen erschleicht, der eigentlich seinem Zwillingsbruder gebührt zu haben schien. Also Ekev, die Wurzel dieses Namens Jakob, einmal die Verse, andererseits aber auch das Krumme einfach nur. Noch andererseits auch einfach die Alternative, so wie die Verse eben auch in Zweiheit vorhanden ist und gerade die Alternative, das alternierende Benutzen der Fersen erst zum wirklichen Gehen führt, weil man eben mit zwei Beinen immer eins nach dem anderen vorwärts bringen muss. Im Gegensatz zu dem, wie die Schlange dann auf dem Bauch kriechend nach ihrer Verfluchung zumindest beschrieben und erlebt wird, auch in der Natur. Sie kann eben nicht dieses auf der Zweiheit gehen. Sie hat nur die Zweiheit vorn und hinten, die Schlange, die den Kopf und den Schwanz verbindet, damit dieses Kausalprinzip entweder oder ausdrückt und wenn dann, denn der Mensch ist eigentlich dazu berufen, auf der Zweiheit zu gehen, auf der Dualität, sich vermittels dieser Dualität gerade fortzubewegen und eben nicht in ihr zu verharren und von ihr befangen zu sein, auf sie beschränkt zu sein, sondern sie als Vehikel zu benutzen. Und deswegen also Ekev, die Verse, auch die Alternative und auch das Wort, was dann davon abgeleitet ist, Ekev heißt einfach falls, im Sinne von falls du dich dafür entscheidest, dann so und so. Also die Alternative, wenn dann, einem vorgelegt. Und wenn nicht, dann nicht. Und deswegen ist 172 der Wert dieses Wortes Ekev auch genau die Zahl der Wörter, der 10 Worte, der sogenannten, also der 10 Gebote des Dekaloges, der dann im 20. Kapitel vom Buch Exodus gegeben wird, das heißt sozusagen das, was auf den steinernen Tafeln vom Finger Gottes selbst hineingeschrieben ist. Das also, was eigentlich keine Gebote im Sinne unseres Verständnisses dieses Wortes sind, sondern was die ewige Struktur wahren Menschtums ausdrückt, im tieferen Sinne der Überlieferung. Das ist also eigentlich gar keine Forderungen in dem Sinne sind kein du sollst, das steht da nicht, sondern du tust, du wirst das und das tun oder nicht tun, beziehungsweise wenn du eben dieses wahre Menschtum in dir ausdrückst oder durch dich ausdrückst, wenn du es verkörperst. Und deswegen ist es diese Alternative. Wenn, dann, falls du dieser Mensch ist, dem das auf die Tafel des Herzens geschrieben ist, dann ist das alles so, wie es dort in diesen 10 Sachverhalten, so könnte man auch übersetzen, die Devarim, in diesen 10 Sachverhalten, was ich dort also ausdrücke, das verkörperst du dann schlichtweg in diesen 172 Wörtern uns beschrieben, erläutert, illustriert. Wir gingen aus von der Verse, die eben auch dieses Wort Ekev ist, die aber auch das Krumme einfach ist. Man könnte jetzt auch sagen, weil halt die Verse gerade den krummen Punkt, wo das Bein in den Fuß übergeht, also das der Haken sozusagen oder die Kurve im Verlauf des Beines beginnt, wo eben das Bein sich krümmt zum Fuß wird. Das Krumme wird der Menschheit gerade gemacht durch die Nachasch oder den Samen dieser Nachasch, dieser Schlange. Also steckt schon das Bild des Schleifsteines, das der Widersacher ist, in dieser Verfluchung oder eben Erleuchtung der Schlange. Ganz am Anfang der Bibel. Noch einmal vielen Dank, Axel Nitschke, für solche schönen Beobachtungen. Und eine weitere, wo wir gerade bei Nitschke sind, die auch
ich zumindest ihm zu verdanken habe, darauf hingewiesen worden zu sein. Wir haben von dem flammenden Schwert gesprochen. Dieses flammende Schwert, aber der Zahlenwert davon ist genau die Summe der Zahlenwerte vom Baum des Lebens und vom Baum des Wissens um Gut und Böse. Also die 233 vom Baum des Lebens plus die 932 von diesem Baum der Erkenntnis geben dann zusammen die 1165. Und genau dieser Wert ist dann dieses Schwert, was eben die Grenze zu diesem Baum des Lebens nach dem Fall des Menschen bildet. Und das heißt, in dieser Grenze verkörpert sich das wieder zusammengeschmolzen sein von dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis, von der 1 und der 4. In genau diesem Verhältnis stehen ja Etz HaChaim und Etz HaDa'at Tovah Ra, 233 und 932, 1 und 4 mal diese 1. Und das zusammen zu einem undurchschaubaren sozusagen Ganzen ist eben diese Grenze, dieses Schwert der Todesverwandlung, wenn man das eigentlich wahrscheinlich als Hitpael-Form bezeichnete, mit, was am Anfang des hebräischen Wortes steht, als Meit liest, dann heißt es tot. Aber üblicherweise wird es eben nicht als solches aufgefasst, aber man könnte es so auffassen, dass also das Schwert der Todesverwandlungen gerade das ist, was es uns verschleiert, dass diese 1165 eben eigentlich die 1 von 233 und die 4 von der 932 ist. Von diesen beiden Bäumen der Einheit gegenüber der Vierheit, die eben als Ganzes, denn das sind sie eigentlich, eine Ganzheit. Erst der Mensch in seinem Nehmen von der falschen Frucht trennt die Wurzel, schlägt die Wurzel entzwei, so sagt man auch. Und das ist die eigentliche Sünde. Das Sein vom Baum des Lebens, der Baum, der Frucht schon ist und doch Frucht auch macht, zu trennen von diesem anderen Baum, der nur Frucht macht, aber noch nicht selbst die Frucht ist. Also das Werden, könnte man sagen. Sein und Werden, die eigentlich eine Einheit sind, die aber vom Menschen in dieser Zersplitterung eben auch zerspalten werden in zwei Seiten des Erlebens sozusagen. In Sein und Werden. Sein, was nur in unserem Unbewussten wir erleben und nur als Bewusstes, als das Werden sich uns entfaltet zeigt, aber niemals als das Ganze, das im eigentlichen Sein, im Kern ist und immer bleiben wird. Ja, gut abgeschweift jedenfalls, gerade dass diese 1 und 4 als sinnvolles Konstrukt oder nicht Konstrukt, sondern als sinnvolle organische Einheit in der Zweiheit gerade das Urprinzip dieser ganzen Schöpfung sind, das ist eben uns verschleiert und deswegen ist es dann zusammengeschmolzen zu diesem, zu dieser Summe aus der 1 plus 4, aber eben nicht mehr in ihrem inneren Verhältnis erkannt. Und das ist dieses Schwert der Todesverwandlungen, könnten wir auch sagen. Da werden wir immer abgeschnitten. Jedes Mal, wenn wir wieder entweder von oben herabsteigen hier in diese Welt, abgeschnitten von unserer Heimat im Himmel. Hier unten nur dieser Faden mit Anfang und Ende, wie ein kleines Würmchen im Nichts sozusagen, dieses Erdenleben. Am Ende eben auch wieder dieses Abgeschnitten. Der Faden geht nicht weiter, wenn wieder aufgestiegen wird in die Heimat. Und das ist das Schwert, was immer diesen Schnitt macht. Und diese Todesverwandlung, der Tod, der uns immer wieder verwandelt. Und wir in diesem Zustand eben nicht die Identität des so Fortschreitenden erkennen können. Auch das jetzt bitte nicht in irgendeinem platten Sinne von Wiedergeburt in einem linearzeitlichen Sinne verstehen, sondern das Bild als ein ewiges zu begreifen versuchen. El Shaddai. Shed, also der Dämon, aber doch mein Dämon, Shedi, ist dann auch Shaddai, der Allmächtige, dieser, der sagt, es reicht.
Was ist der Unterschied? Shed, diese zwei Buchstaben, Shindalet, da kommt nur diese kleine J dazu, der kleinste aller Zeichen. Die 10, die 1 auf dieser Ebene der Gegenwart, die Einheit, das Kind, was geboren wird, aus den neun, des neunten Tages dieser Unterwelt und gleichzeitig Gebärmutter. Und dann die 10, die neue Welt, das, die neue, das wahre Kind herausgeboren wird. Die neue Welt, als die Frucht der Alten, der Gestorbenen und wieder Auferstehenden. Und diese J, also ist es, die aus dem Dämon, den Allmächtigen, einen Namen Gottes macht. Und so sagt man dann auch, dass man deswegen besonders aufpassen muss, zum Beispiel an einer sogenannten Mezuza, diesen kleinen Kästchen, die an den Türen Rahmen befestigt werden an den Türpfosten. Nach einer Empfehlung des Schma Israel, dieses sogenannten Glaubensbekenntnisses, dass man also Mezizot an den, also Mezuzas an den Pfosten unserer Türen uns wir befestigen sollen. Und da wird dann eben mit einer gewissen Schriftrolle drin oder einem kleinen Stück Papier mit einem eben diesen entsprechenden Passagen aus der Tora draufgeschrieben, so ein Kasten an die Tür genagelt im Optimalfall. Und darauf ist traditionell dieser Name Gottes Shaddai, also Shin Dalet Yod. Und da soll man eben aufpassen. Natürlich im abergläubischen Sinn könnte man auch sowas sagen wie, und da soll eben auch da dieser Shaddai sagen, es reicht bis hierher und nicht weiter. Und eben den Shedim Einhalt gebieten, nicht in diese Wohnung durch diese Tür einzudringen, an der eben diese Mezuza mit diesen drei Zeichen drauf hängt. Und da wird dann eben gesagt, man soll besonders darauf achten, dass auch nicht dieses kleine J, was da ist, runterfällt, abfällt oder unkenntlich wird, denn dann steht da nur noch Shed und dann ist es quasi eine Einladung an die Dämonen, denn dann können sie sagen, da steht mein Name an diesem Haus. Da, das gehört mir, da darf ich rein. Das ist wie eine Einladung an die Dämonen. Um das jetzt nicht in diesem abergläubischen Sinne hier ausklingen zu lassen, da drückt sich eben all das aus, was in den letzten 45 Minuten oder so versucht wurde anzudeuten, dass eben der Grat sehr schmal ist zwischen dem, was hier dem Menschen bestimmt ist, und dem, was über das Menschenmaß hinausgehen ist. Es hängt eben an dieser kleinen J, an dem Ursprung aller Zeichen, an dem Ursprung also dieses ganzen Exils der 22 Zeichen. In welchem Sinne dieser Ursprung sich unserem Shed oder überhaupt den Shedim, dem Prinzip des Zerstörerischen, dieses Dämonischen, anfügt. Und es dadurch vervollständigt zu einem weiteren Aspekt der Größe Gottes, eben einem weiteren Namen Gottes. Und so El Shaddai, die Gotteskraft, sogar, könnte man sagen, meines eigenen Dämonischen ist, meines eigenen Zerstörerischen. Und vielleicht diese Episode von El Shaddai abzuschließen. Nur noch zu dem Wort Shed, ein paar weitere Ableitungen dieser Wortwurzel. Es ist eben dieses Shin wieder am Anfang, was auch als Sin noch einmal auftritt. Und da gibt es dann das Wort Sadeh zum Beispiel, das Feld. Sadeh, also das Feld, wo die wilden Tiere sind, gegenüber dem Lager, oder dem Zelt, wo halt der Mensch sich der Natur zum Trotze sozusagen eingerichtet hat und diese Wildnis der Natur, des Feldes ausgesperrt hat, bezwungen hat und ausgesperrt hat. Aber diese Wildnis, das Feld, Sadeh, hat eben auch diese Shed zur Wurzel. Und gleichzeitig wird genauso geschrieben wie Sadeh eben auch die Sheda. Und die Sheda ist die weibliche Form vom Shed.
Man könnte sagen die Dämonin, aber es wird meist als die Hexe einfach übersetzt. Also die Hexe und das Feld werden gleichgeschrieben. Und die Frage hier wieder, wie weit man Hexe nur negativ verstehen muss. Gerade wenn man das Wort Hexe im Sinne sowas wie Hexenverfolgung versteht, historisch jetzt, da waren es sicherlich kaum oder so gut wie nie böse Menschen, Frauen, die dort als Hexen bezeichnet wurden, sondern gerade die, die sich eben im Sande, im Feld, in einer intimen Weise zu Hause gefühlt haben, auskannten, eben von den Kräutern dieses Feldes, von den Pflanzen, den Säften dieser Pflanzen, den Giften und der Medizin dieser Pflanzen wussten oder auch andere Sachen, sich in der Natur auch des Menschen, in der wilden Seite des Menschen, des menschlichen Seelenlebens, sozusagen im inneren Sade, im inneren Feld der Menschenseele auskannten und so durch eine Art Psychologiekenntnisse, die ihrer Zeit weit voraus waren, den einfachen Normmenschen, den normalen Menschen, als Hexen, als Zauberer, Zauberinnen, als gefährliche Wesen, weil ihnen überlegen erschienen und eben diese verheerenden Folgen sich aus all diesen, ja, aus diesen Konfliktsituationen ergeben haben, sicher immer weiter noch ergeben, der einen oder anderen Form auch heutzutage. Dieses Sade, das Feld, die Sheda, die Hexe oder die Dämonen, also auch von der Shed als Wurzel abgeleitet, Chindalet. Auch die Shadain, die Brüste, sind letztlich eigentlich nur eine Dualform von diesem Shed, also von den Dämonen, die beiden Dämonen sozusagen. Aber in der Überlieferung natürlich, oder überhaupt, hoffentlich doch in eines jeden Menschen Empfinden überhaupt nicht negativ besetzt. Man sagt gerade in der Überlieferung in Bezug auf die Shadaim, dass sie einen, auch vom Klang her, ganz nahe Verwandtschaft zu den Shomaim, zu den Himmeln haben. Nicht nur vom Klang Shadaim und Shomaim, sondern auch das einzige Zeichen, was sie unterscheidet, eben entweder Dalet oder Mem, dann beide als Basis den Wert 4. Also Dalet ist die 4 selbst und Mem ist die 40, also die 4 auf der Ebene der Zähne. Also Shadaim, die Brüste, im Besonderen die Mutterbrüste, ist das nur die Milch, dem Säugling, dem völlig ausgelieferten, angewiesenen, aber auch vertrauensvollen, unschuldigen Urmensch sozusagen. Das, wo diese Milch, die Nahrung, die einzig nötige Nahrung diesem unschuldigen Menschen zukommt, sind eben die Mutterbrüste, so wie der wahre Mensch, wenn er lernt von der Weisung des Ewigen, auch seine Milch von den Mutterbrüsten des Himmels, also vom Himmel selbst, saugt. Und das noch gesagt wird, die Welt steht auf den Säuglingen im Lehrhaus. Also es wird dann, glaube ich, die Säuglinge, man könnte aber auch sagen, die zu Lehrenden, die aber nicht lehren in unserem heutigen pädagogischen Sinne, sondern die zu einzuweihenden, könnte man fast sagen, die in jedem Moment ihres Lebens Neues erleben und in neue Wunder dieses Lebens eingeweiht werdenden. Die Säuglinge im Lehrhaus, auf denen steht die ganze Welt, denn nur dadurch, dass das Kind in uns an diesen Mutterbrüsten des Himmels saugt und die Milch, die Weisung des Ewigen als diese lebensspendende Substanz sich ersehnt, ersaugt eben sozusagen und davon lebt, sich ernährt. Darauf gründet die ganze Existenz dieser Schöpfung und dadurch hat sie Bestand. Und natürlich die Welt selbst, im Sinne des Kosmos, des Neuen Testaments, die Welt, die glaubt sowas nicht, wenn man das sagt. Die lacht darüber, lacht einen aus, wenn man an sowas glaubt. Aber so ist es. Auf den Säugling des Lehrhauses.
Also meine weitere Seite dieses ganzen Engelsfallgeschehens ein wenig näher uns angeschaut. Und vielleicht können wir dann doch noch einmal auf die Josefs Geschichte zu sprechen kommen. Und eben die Bezüge von dieser Ganzheit, die sich in den 12 Brüdern ausdrückt und die sich auch in der Summe aus den Engeln und dem irdischen Menschen ausdrückt, die hier in der Konfrontation sind auf Erden. Sozusagen in jedem Menschenleib ist diese Konfrontation aus dem irdischen Anteil und eben dem himmlischen Anteil, das was vom Himmel her gegeben ist. Denn es fängt ja alles an mit dem Odem Gottes, der Neshama, die dem Menschen eingehaucht ist. Und die ist eben sozusagen das Wort Gottes, was uns gegeben ist, als das uns Belebende und das uns auch in diese Gleichnishaftigkeit Erhebende. Das aber paradoxerweise, obwohl die Neshama sozusagen der höchste göttlich-geistigste Anteil des menschlich-seelischen ist, ist sie doch das, was sozusagen bis ins Tiefste hinab sich ausdrückt. Man sagt dann auch, gerade das Gesicht jedes einzelnen Menschen ist Ausdruck seiner Neshama, weil durch die Nase ist eben diese Neshama uns eingehaucht worden. Und gerade die Nase hat dann auch eine besondere, hervorgehobene Rolle. Zum Beispiel, wenn man einen Menschen identifiziert, das geht nur, wenn man auch die Nase sieht. Ein Mensch, dessen Nase sozusagen abgerissen ist, also ein Leichnam, Gott behüte, und die Nase ist abgerissen, dann kann dieser Leichnam nicht identifiziert werden, egal wie sicher man sich aufgrund aller möglichen anderen körperlichen Merkmale wäre. Die Nase ist notwendig, um identifizieren zu können. Oder sie muss nicht abgerissen sein, auch wenn man, sagen wir, von weitem einen Menschen sieht, einen lebendigen Menschen, aber man sieht seine Nase nicht. Da kann man sich noch so sicher sein. Rein vom Prinzip her kann man ihn nicht identifizieren. Auch hier sollte klar sein, dass es jetzt nicht auf unser Alltagsleben so einfach zu übertragen ist. Aber das Prinzip, dass die Nase eben gerade das ist, was mit diesem individuellen Ausdruck zu tun hat, hat eben damit zu tun, dass durch die Nase, durch die Af, uns diese Neshama eingehaucht ist. Und im Gesicht überhaupt sich dadurch diese Neshama gerade besonders ausdrückt. Und was vielleicht wichtig noch zu erwähnen ist, zu der ganzen Josefs Geschichte und der Zuordnung von Josef als eher der körperlich ausgerichteten Seite unter den Brüdern, während Juda, diese deutlich mehr dem Geiste zugeneigte, dieser Aspekt ist, könnte man scheinbar einen Widerspruch darin sehen, dass auch gesagt wird, ja, aber Josef repräsentiert, insbesondere durch seine Gefangenschaft, also seine Zeit im Kerker in Ägypten, die Neshama des Menschen, wie sie hier in die Welt von Ägypten, von der Form, der materiellen Form hinabsteigt, verkauft wird hierhin und hier dann eben in der Gefangenschaft lebt. Aber warum ist jetzt also die Neshama, gerade das höchstgeistige des menschlich-seelischen, dann doch wieder Josef, der ja scheinbar der körperliche Aspekt in der Zwölfheit seiner Brüder, seines Brüderkreises ist? Ja, ist ein schwieriges Thema. Es hat mich auch kurz noch einmal ins Straucheln gebracht, dass ich hier über dieses Thema monologisiert geredet habe, aber natürlich auch noch viel mehr in mir sacken hab lassen, das was ich dazu jetzt schon hier fahrlässigerweise vielleicht gesagt habe, aber auch was ich noch vielleicht sagen könnte. Und da kommen dann auch so Gedanken wie das Rudolf Steiner, auch sein Andenken zum Segen, mal eine Zuordnung gegeben hat von diesen Begriffen auf Hebräisch, Neshama, Ruach und Nefesh, zu den Begriffen, die er dann
benutzt in seiner Terminologie, die jetzt hier nicht weiter ausgeführt werden sollen, aber vielleicht so, dass man es allgemein verstehen könnte. Er sagt, die Nefesh ist das, was das Geistige des Menschen, das Ich, wie er es dann vor allem nennt, aber in einem tiefen Sinne zu verstehen, bitte. Man könnte sagen, vielleicht als Jesus Christus, als das wahre Ich jedes einzelnen Menschen, das, was das in die, er nennt es Astralleib, also das, was es in den, sagen wir mal, Seelenleib oder dergleichen hinein prägt als Abdruck dieser Individualität, das ist die Nefesh. Und das, was dieses Ich, dieses wahre Ich, die Individualität in den Lebensleib abdrückt, hineinprägt, das ist der Ruach. Der Lebensleib, Ätherleib, wird es bei ihm dann meistens eher genannt, ist vielleicht sowas wie alle Lebenskräfte, das Potenzial zu dem hier physischen Lebendigsein, aber eben nicht der physische Körper selbst, sondern eben diese belebende Energie. Etwas jetzt in meinen fragwürdigen, umschreibenden Worten nur ausgedrückt. Und die Neshama, also das eigentlich Höchste, ist dann gerade das, was dieses Ich, diese Individualität bis hinein in den physischen Körper abdrückt und damit eben bis ins Tiefste hinab in diese Menschenwesenhaftigkeit, in diese Verkörperung des Menschen hinab sich begibt. Und in diesem Sinne ist eben auch Josef ein Ausdruck gerade für dieses am tiefsten steigendes. Denn eigentlich sind ja alle Brüder, das ganze Israel, also was dann zum Volk Israel werden wird, was die 12 Söhne des Mannes Israel in dieser Geschichte sind, diese ganze Zwölfheit, der Kreis, ist ja die Ganzheit der Neshama. Israel überhaupt steht letzten Endes gerade ja für die Neshama, für diesen höchsten Aspekt des Seelischen im Menschen, dieses wirklich geistig-seelische und nicht das leiblich-seelische, was eben eher die Nefesh ist. Israel also als Ganzheit, auch die 12 Söhne Israels, als die Neshama insgesamt. Aber Josef drückt eben gerade diesen Aspekt der Neshama aus, der eben bis hinab steigt auch tatsächlich und hier diesen Abdruck bis in den physischen Leib hinein, bis ins Gesicht, bis es sich im Gesicht zeigt, diese Individualität. Das ist Josef. Und dass gerade dieses Hinabsteigen so geliebt vom Vater ist, das ist es, was eben sozusagen die anderen Teile der Neshama von Israel nicht begreifen können, was sie beneiden, was sie auch einfach für nicht richtig halten in dieser Konfliktsituation. Und da also ist das, was sich sozusagen wiederholt oder was sich wieder auf einem anderen Spiralrund noch einmal zeigt, was auch in der ganzen Geschichte vom Fall der Engel sich schon ausgedrückt hat. Dass eben Gott etwas Geistiges von sich, und die Engel sind ja auch nichts anderes als etwas Geistiges von Gott, hineingibt bis in dieses allerkörperlichste, dichteste, materiellste hinein, in diesen Lehm und Ton des Erdbodens, aus dem der Leib des Menschen zu formen ist, geformt wird. Da hinein sendet er also seinen Geist, seinen Atem, sein Wort. Und das eben zu begreifen, und die Engel als Ganzes sind ja weiter das sozusagen Verbindende zwischen dem Göttlichen oben und dem Niedersten, dem hinabgestiegensten unten. Aber gerade diese gefallene Seite der Engel verlässt eben sozusagen ihre Plätze in dem Uhrwerk, in dem Gefüge und stiftet besagtes Unheil. Und so eben auch all das, was mit dieser Konfliktsituation in der Familie von Jakob einhergeht, das Unheil, was gestiftet wird, ist dann eben, dass Josef in diese Gefangenschaft gerät. Aber was dann daraus wird, ist eben
dass Josef dadurch erst das große Wunder bewirken kann, dass diese Hungersnot bewältigt werden kann, dass Israel zum großen Volk heranwächst, in Ägypten dann, also in diesem Tag des Ursprungs, des sechsten Tages des Ursprungs. Und so eben auch der Fall des Menschen, von den Engeln heraufbeschworen, scheinbar als Beweis der Fehlerhaftigkeit von Gottes Plan, aber dann am Ende sich erweisend, dass dieser lange Weg, der dann anbricht, gerade erst bringt, dass der Mensch seine Aufgabe, dieser Gottesebenbildlichkeit, erst wirklich gerecht werden kann, sie erst wirklich erfüllen kann und mit sich auch die ganze Schöpfung wieder zurück, durch sich zurück zur Einheit der Heimat im Himmel, der Ewigkeit zu führen. Und da kommen wir dann auch, so Gott will, noch einmal auf Christus zu sprechen, auch ganz vom Neuen Testament her. Vielleicht auch mal einige Briefstellen dann aus den Apostelbriefen dazu heranziehend. Und so Gott will. Mal schauen. Jetzt erstmal das Laubhüttenfest. Ob da Zeit und Muße sein wird, solche Monologe zu führen. Zumindest nachts werde ich, so Gott will, eben in meiner Sukka auf meinem Balkon verbringen und da nicht die Möglichkeit haben, solcherlei Videos zu führen, Videos, Monologe zu führen, Videos zu drehen. Wir werden sehen. Vielleicht tagsüber hier und da. In diesem Sinne zunächst einmal Laila Tov für mich jetzt und Shalom Aleichem. Baruch Hashem.